Das Hauptinteresse des heutigen Tages gilt natürlich dem Samson. Der Samson ist eine biblische Figur slawischen Ursprungs, die dann irgendwann im 14. Jahrhundert christianisiert wurde und grundsätzlich einmal jetzt Frühling anzeigen sollte. Zur Figur des Samson. Der Samson ist eine biblische Figur, der der Geschichte nach, der Bibel nach, aus dem Buch der Philister, der Außenphilister mit seiner Kraft erschlagen hat im Kampfe und steht natürlich für Kraft und Stärke. Nicht nur für Kraft und Stärke steht die Figur an sich, sondern auch der Mensch, der sie heute tragen wird. Der Samson hat eine Höhe von fast 5 Metern mit einem Gewicht von über 80 Kilogramm. Also bewundernswert, dass jemand heute von hier beginnend bis zum eigentlichen Festplatz bei Friesacherdorf diese Samson-Figur durch die Stadt tragen wird. Er hat natürlich ein bisschen Unterstützung, das sind die sogenannten Hammerer. Das sind 4 relativ starke Herren, die ihn leicht unterstützen auf dem Weg durch die Stadt, wo sie ihn mit der Schulter ein bisschen auf einem Holzriemen abstützen können, aber nichtsdestotrotz, es ist bewundernswert, diese hohe Figur mit diesem Gewicht durch die Stadt zu transportieren. Ich würde dann bitten, wenn der Samson aufsteht, dass wir ihm einen Sonderapplaus zugestehen. Sie sind wohl entschärft, aber es hat trotzdem 9 mm Kaliberpatronen mit Verbindung. Nicht gleich hinlaufen, sollte ein Schuss im Lauf stecken irgendwo. Von meiner Stichflamme aus, die ich noch gefährlich. Thank you.
Wieder vorbitten hier am Hauptplatz, bevor wir weiterziehen, hinauf zum Raffelplatz, über die historische Anna-Reimer-Straße, die Familie Butzenbacher und den Michael. Da steht leider kein Familienname, aber ihr wollt schon wissen, da habe ich es selber hingeschrieben.
so. Der Klaus steckt sich an. Dass er nicht wirkt. Ja, ja. Da was? Wo ist da nicht hinterkommen? Ja, das müssen wir dann wieder heute machen. Ja, ja, wenn das jetzt einmal locker sein, dann sollte er rauskommen. So. Er kommt raus. Ja, das gehört uns. Das gehört schon uns. So, fein. Aus. Dann.